Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Coaster, dem Karrieremodus, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier, das ist momentan der Stand der Dinge, unser wunderschöner Park. Vier Achterbahnen haben wir schon da und haben Bronze haben wir erledigt und sind jetzt dran, diese Achterbahn hier zu bauen. Gilt nicht mehr als neu. Höchstpreise, also bitte, Riesenrad ist doch nicht teuer. So, und sind dran, jetzt hier eine neue Achterbahn ins Leben zu rufen. Allerdings müssen wir natürlich da noch Geld einnehmen, dies Untergang. Aber ich denke, ein Teil kommt hier noch dran und dann machen wir hier ordentlich Airtime, ordentlich geile Kurven, die ineinander verwoben sind und so weiter und so fort. Und hoffe, dass wir dann die Durchschnittsgeschwindigkeit von 48 beibehalten. Das Problem ist, wir müssen auch 800 Meter lang sein. Und das müssten wir gucken, ob wir da nicht vielleicht sogar nochmal einen Antrieb brauchen. Wir schauen uns das auf jeden Fall gegebenenfalls an. So, wir haben jetzt Forschung beendet. Das ist gut. Das heißt, da geben wir dann erstmal nichts mehr aus. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ein Venetian Carousel. Und die Psycola. Und wir müssen noch mal nach dem Personal schauen. Wie sieht es denn da aus? Nämlich der Mitch Gerber. Der hat nicht so viel Spaß. Was ist denn mit Mitch Gerber? Wie ist das denn bei den allen hier? Die verdienen auch alle unterschiedlich viel Geld. Das geht natürlich nicht. So, dann schauen wir mal, dass Mitch Gerber vielleicht so ein bisschen glücklicher wird. Hier die ganzen Shop-Leute, die könnten wir noch mal ein bisschen verbessern. Einfach um ein bisschen mehr Service hier an den Start zu kriegen. So, und dann war es das auch schon wieder mit dem Geld. Aber hier sieht es zumindest bis auf bei Isidro Sousa sieht es eigentlich ganz gut aus. Und die ist aber, oder der? Ich glaube der. Die verdienen alle 300. Ja gut, obwohl die natürlich hier ein bisschen besser qualifiziert sind. Aber wir schauen uns das an. Wir müssen uns das gegebenenfalls dann nochmal anschauen. Die sind alle soweit ganz glücklich. Ja, der Sicherheitsbeamte sowieso und der Animateur auch. Oder die Animateurin in dem Fall. Ja, ansonsten versuchen wir jetzt ein bisschen Geld zu scheffeln. Wir sind eigentlich für den kleinen Park sind ja, glaube ich, fast auch genug Leute im Park. Das heißt, wir machen jetzt auch mal kein Marketing. Einfach mal, um jetzt mal zu sehen, ob wir hier jetzt mal ein bisschen Geld scheffeln können für unsere neue Attraktion. So, auf zwei machen hier. Ein bisschen schneller läuft. Ja, der hier hat ja wieder Ausfälle. Der ist, da haben wir ja jetzt zum Glück, oder was heißt zum Glück? Wir hoffen, dass das funktioniert, aber wir haben ja jetzt die Wartungszeiten verringert. Der hat aber auch einen ordentlich steilen Lift. Ne? Aber der sieht schon geil aus. Klar, wir haben jetzt doppelte Geschwindigkeit. Aber das sieht schon spaßig aus. Das auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an Funnybee, an die Achterbahn. Nur, dass die hier natürlich ein bisschen schlechter ist vom Theming her. Aber okay. Man muss ja Abstriche machen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Jetzt könnten wir eigentlich mal wieder ein bisschen bauen. Und schauen, dass wir hier noch einen dran klatschen. So, das müsste aber jetzt von der Länge her reichen. Jetzt können wir eigentlich ins Schienenbusiness rein. Und da würde ich dann sagen, was gibt es denn hier? Es gibt Non-Inverted Sachen. Gibt es da so eine geile Kurve? Ja, genau. Einfach mal unter Wasser gehen. Ja, das ist aber auch nicht so geil. Das ist ja einfach nur Helixe, stinknormale. Ich hätte jetzt gedacht, dass es da vielleicht bisschen was Geileres gibt. Aber okay. Dann machen wir das halt selbst. Ich weiß gar nicht, wie schnell sind wir denn eigentlich? Passt das so? Müssen wir jetzt mal gucken. Weil das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganz nicer Airtime-Hügel. Ja, passt eigentlich haargenau. Ein bisschen zu langsam sind sie dann schon, würde ich sagen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir vielleicht hier einfach ein bisschen runtergehen. Auf 14.
Ist das ein guter Airtime-Hügel jetzt? Mal schauen. Geht auf jeden Fall der Spaß, geht absolut nach oben. Nervenkitzel tatsächlich nicht so. Was ist denn da? Nervenkitzel mindestens 5. Mindestens 5. Das ist natürlich nicht gut. Wir müssen mal den Nervenkitzel-Dings hier anhaben. Ist natürlich zu gering. Aber wir hatten den auf Max-Speed, oder? Das ist nicht viel. Also da... Wenn wir gerade gucken, hatten wir den auf Max? Ne, den haben wir ja gar nicht auf Max. Der muss ja auf Max. Beschleunigung. Startverzögerung 3 Sekunden kann wegen mir so bleiben. So, das ist ja... So, jetzt dürfte er zumindest ein bisschen schneller sein. Es geht schon ein bisschen früher ins Grüne zumindest. Und hier sind wir immerhin bei über 4. Ja, lassen wir jetzt mal. Wir müssen halt jetzt mit Kurven arbeiten. Ich hoffe. Also ich kenne diese Bahn auch nicht. Ich kann ja euch gar nicht sagen. Vielleicht ist sie auch gar nicht dafür prädestiniert, da irgendwie ein gutes Ergebnis zu erzielen, was das angeht. Man sieht halt durch den Dings halt nicht so geil, wie die Bahn verläuft, aber egal. Naja, das kann sogar noch ein bisschen enger. Mir ist schon ganz geil vor, hier mit so einem Mobil lang zu düsen, muss ich sagen. Jetzt sind wir hier wieder im... Ach, das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Ich glaube, das ist die falsche Bahn. Mindestens 5 Nervenkitzel. Woher soll ich denn nehmen? Das ist schlecht. Ich gedacht, dass wir irgendwie ein bisschen schneller unterwegs sind. Auf wie viel km/h kommt die denn? Muss ich noch so einen Beschleunigungsstreifen machen? Kann das sein? Die ist, glaube ich, nicht schnell genug. Also die kommt nicht auf die 97 oder was das war. Auf was kommt die denn? 82. Also wäre die noch einen Ticken schneller, wäre es wahrscheinlich nicht verkehrt. Gehen wir das hin? Ohne dass ich das. Hä, hey, warte mal. Warum kann ich jetzt keine Station bauen? Weil ich kein Geld habe? Nee. Warte mal, was kosten die? Doch, die kostet 3000, okay. Also komme ich nie wieder in die Station, wenn ich nicht den Weg da abweisen will.
Kann ich nicht die ganze Bahn verschieben? Das geht doch, oder? Warte mal, wenn ich das Ganze anklicke. Leute, wir brauchen Geld. Wie war das denn mit den Krediten eigentlich? Ist der eine? Ah, 66. Aber wir machen auf jeden Fall Plus. Also so ist nicht. Wir sollten nur hin und wieder dann auch nochmal aufs Personal gucken. Nicht, dass uns hier wieder die Leute abhanden kommen. 250, die sind alle happy. Wie geht's? Ja... Passt, die beiden, ja. Ich meine, die haben wirklich eine niedrige Arbeitslast. Also sie sollten auch einmal ein bisschen die Klappe halten einfach. Aber dadurch, ich habe zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dadurch, dass wir jetzt die Wartungszeiten so runtergesetzt haben auf alle 10 Minuten, scheint mir, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft. Ich brauche Money, ey. Die Bahn ja nicht fertig. Aber ich bezweifle trotzdem, dass wir das irgendwie schaffen, die auf Kurs zu bringen, muss ich sagen. So, jetzt muss aber die Station kommen. Was ist die so teuer? Ich glaube, ohne Station können wir auch nicht testen, soweit ich weiß. Also von daher müssen wir schon warten. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also diese beiden Fahrgeschäfte hier. Ja. Sind jetzt zumindest mal keine Magneten, würde ich sagen. Die gehen gerade aber auch alle irgendwie nicht rein. Was ist da los? Ist das zu teuer? Also bei uns ist die Warteschlange voll genug, so ist nicht, aber... Vielleicht brauchen wir mehr Geldautomaten, das kann natürlich sein. Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Wie ist die Bewertung? Immer noch Essen und Trinken ist nicht so geil. Dabei habe ich doch überall wirklich genug. Also meines Erachtens nach genug Sachen aufgestellt. Also das kann es ja eigentlich nicht sein. So, jetzt nähern wir uns langsam den 3000. Dann können wir wieder weitermachen. Aha, unzufrieden. Dann gucken wir mal. Personell. Was ist denn da los? Möchtest du mehr verdienen? Komm, dann kriegst du 280. Aber da müssen alle 280 kriegen, das geht nicht. Kein Bock, dass nachher dann da wieder alle unglücklich sind. Ich weiß halt nicht, ob er sich vergleicht. Ich hoffe nicht. Aber er sagt auch nichts. Müssen wir im Auge behalten. Und hier ist auch wieder nicht so happy. Der Mitch. Ja, Freunde, jetzt machen wir hier die 3000. Jetzt sind wir wieder auf unter 2. Was ist da los? Vielleicht brauchen wir noch mal... Ja gut, das ist gerade Feuerwerk. Ne? Da gibt es wieder einfach... Oh Gott, jetzt kommen wir kaputt. Da gibt es wieder einfach kein Geld, weil die Leute natürlich das Feuerwerk gucken und nirgendwo drauf gehen. Krass. Alles ausgegeben, ohne was auszugeben. Ja, es sind aber auch jetzt 400 Leute schon fast weniger im Park als vorhin. Also es muss natürlich dann auch nochmal die Werbetrommel gerührt werden. Was ist eigentlich hier los?
Kann es sein, dass das hier doch zu teuer ist? Sie haben nicht genug Geld. Ist was anderes natürlich. Versuchen wir es mal hiermit. Aber jetzt kommt auch die 3000. Jetzt haben wir die 3000 hier. Komm. Jetzt aber weiter hier im Text. Station. Habe ich jetzt. Doch. Station. Zack. Testen. Ergebnisse. Heatmaps. Heatmap. Nervenkitzel. Hier war alles eingestellt. Ne? Beschleunigung. Jawohl. Was ist denn jetzt hier? Testen die jetzt live oder nicht? Wie läuft da nichts? Hallo? Die Visionsabfrage ist hier aber auch irgendwie fraglich. Jetzt mal bei engeren Kurven hier. Ich verstehe aber noch nicht. Jetzt. So, schauen wir mal, ob der jetzt ein bisschen höher kommt. Das ist doch spannend. Jetzt ist er auf 97. Immerhin. Jetzt kommen wir hier, aber immer noch sehr gering. Hier wird's jetzt mal, hier ist jetzt mal wenigstens auf 6. So, jetzt haben wir hier ein paar engere Kurven. Ja, da geht's mal hoch jetzt hier mit dem Nervenkitzel. Okay, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Okay, gut. Gehe ich hier gerade? Nee. Das sieht manchmal. Vor allem, das geht über alles drüber. Jetzt haben wir ja kein Geld mehr. Was ist denn mit dem Kredit? Ist der jetzt mal zurückgezahlt? Freunde, fast. 3000. Gut, wir haben aber hier immer relativ lange Schienen. Boah, das nervt aber jetzt hier. Mach mal. Wirklich das Gefühl, dass wir noch mal Werbung brauchen. So, da wird noch mal ein bisschen Leute reinkommen, die neues Geld reinbringen, weil die scheinen mir alle pleite zu sein. Das ist natürlich nicht gut. Aber insgesamt siehst du ja aus, gehen mehr nach Hause, als das Neue reinkommen. Aber das dürfte sich dann hoffentlich jetzt ändern. Jawohl, da kommen die Leute, die mich hier mit hoffentlich mit neuem Geld versorgen. Was? Alter, ihr nervt aber auch ein bisschen, ganz ehrlich. So, da kommen die Leute jetzt. Da kommen jetzt die Leute und bringen hoffentlich Geld mit. Ein ausgelöstes Objekt wurde nicht einfach, weil die Mittel fehlen. Haha, kein Feuerwerk. Ja, Leute, das ist natürlich schlecht. Aber guck mal, jetzt haben wir hier mal auf einem Schlag hier wieder 700 Leute mehr im Park. Die müssen sich natürlich erstmal irgendwie verteilen.
Aber das ist gut. Das ist gut. So. Was ist jetzt hier mit dir, Junge? Gehst du mir jetzt am Sack oder nicht? Hier nochmal einen Euro draufschlagen. Auf den Silverliner. Ja, Leute, die Folge ist zu Ende, sehe ich gerade. Da würde ich sagen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen und dann hiermit weitermachen. Ich sage erstmal tschüss, macht es gut. Euer Brilli.